Thomas und Jesus Jodesohn, ne? Das ging mir eigentlich immer darum, dass Essen verbindet. Ne? Also mir geht es in Wahrheit fieserweise überhaupt nicht darum, ob das Essen jetzt so wahnsinnig lecker ist, sondern was passiert, wenn man dieses Essen da reingibt in so eine Menschengruppe oder so. Das Essen ist das, wo du die Leute am ehesten kriegst. Also jeder isst. Das ist so, das ist der größte gemeinsame Nenner, glaube ich, den man so ungefähr finden kann. Und das ist tatsächlich der Grund, warum ich seit 15 Jahren mit Essen arbeite. Ich hatte damals so eine Ausstellung mit Carsten Chan gemacht, das heißt Stay Hungry. Dann haben wir so aus Spaß, habe ich dann Esspapier genommen. Mich interessiert der Raum, mich interessiert die Gesellschaft, die soziale und kulturelle Ebene von Essen und mich interessiert aber auch das Inhaltliche von Rohstoffen. Sowas zum Beispiel, ne? Das ist total, das heißt, man muss da so ein bisschen Feinsprüh haben und dann fängt es an, dass sich diese Feuchtigkeit so aufsaugt. Ne? So mit diesem Esspapier kann man jetzt sozusagen dieses Gefäß nämlich ganz gut abdichten. Ich habe das jetzt einmal mal mit so Pflanzensamen gemacht, das hieß Eat It, Spit It, Planted. Ne? Da konnte man das Esspapier mit dem Blumensamen so im Mund nehmen und so in die Landschaft spucken und es war so ein Gardening-Konzept. Wenn man das so durchknackt, das ist so ähnlich wie so eine Eihülle, guckt man, was so da drinnen ist. Und das sind alles so Sachen, die mir gefallen. Kann das jetzt essen? Ja? Mir gefällt bei Kim halt der konzeptuelle Ansatz. Sie geht mit Kleidung eigentlich ähnlich um, wie ich mit Essen. Das heißt, sie benutzt es eigentlich auch so als Medium für eigentlich eine emotionale Skulptur. Sie interessiert eigentlich auch das, was damit passiert. Das heißt, sie benutzt ihre Mode eigentlich ähnlich transformativ, wie ich mit Essen transformativ umgehe. Und ich mag die Herangehensweise, wie sie damit rangeht. Also so, das ist ein bisschen feiner, ein bisschen weicher, ein bisschen weniger Fashion. Es ist einfach deutlich mehr auf den Menschen bezogen, als jetzt auf den Markt bezogen, was sie macht, finde ich. Ich sehe mich selber auch gar nicht so als Designerin, sondern eher als Handwerkerin oder als Künstlerin. Aber so Modedesignerin fällt mir immer ein bisschen schwer. Das ist meine Vision, aufzuzeigen, was Kleidung eigentlich noch sein kann. Und ich weiß ja am Anfang nie, was hinterher rauskommt. Weil es steht ja erst das Konzept da und dann probiere ich aus und dann entstehen die Sachen. Ja. Und es hat mich so gefreut, als ich sie kennengelernt habe. Für Mode fand ich, ist das ein seltenes Statement, wo es eben gar nicht so deutlich ist, aus welchem Genre kommt man. Was ich noch für eine Idee habe, mal zu überlegen, wie ein Kleid schmecken könnte. Also sich vorzustellen, wenn ich ein Kleid sehe, das könnte eher so einen scharfen Geschmack haben oder das würde eher nach Erdbeer schmecken oder auch von der Konsistenz, wenn ich das Kleid essen würde, wäre es eher so was zum Knabbern, da würde es so ganz wie Kaugummi schmecken oder so. Ja, ja. Stell dir vor, es ist wie Kaugummi und schmeckt nach Mode. Ich glaube, das verbindet uns auch, ne? Dass wir beide nämlich irgendwie, glaube ich, auch immer so ein bisschen so suchen, wo ist so der vielleicht unsichtbare rote Faden. Das muss ja nicht gleich so auf die 12 oder auf die 5 oder 7 oder wie das heißt sein.